Wow. So, jetzt will ich das Level aber ruckzuck hier fertig haben. Scheiße. Okay. Ah, Mann. Moment, SMS. So. Okay, wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, okay, jetzt fängt der Scheiß wieder von vorne an. Also hier rechts, links, rechts. Ich komme jetzt gleich weg. Oh. Und eine Granate hier runter. Und noch eine. Oh Gott. Und noch eine. Plasma raus. Guten Abend! Keine Granaten mehr. Scheiße. Kontrollpunkt. Wenigstens etwas. Hallo. Und die Pump schmeißt noch direkt vor meine Füße. Geil. Gut. Aufi. Kommt da erstmal ein Jäger raus. Und noch einer. Okay, ich gehe durch die Kantine. Wo muss ich hin? Ah, hier rein. Die Brücke. Wir haben es geschafft, an die Arbeit. Oh nein! Ihr Wichser! Mann, jetzt... Ey, und du Bastard, stehst wieder auf. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Mann. So. Kontrollpunkt abgeschlossen. Kontrollpunkt speichern. So. Spiel fortsetzen. Auf. Jetzt mach halt mal die Scheißtür auf hier.
Oh Mann. Kontrollpunkt abgeschlossen. So, warten, bis die Schilder ab sind. Die Brücke. Wir haben es geschafft. An die Arbeit. Ich weiß nur, dass die Grunts mit diesen Dingern... Sie sich ins Steuersystem. Das Terminal befindet sich neben dem Hauptschirm. Einen sehr zittrigen Abzugsfinger haben. Ich bin ein paar Tage weg und was passiert? Es wird nicht lange dauern. Da, es dürfte uns genug Zeit geben, eine Rettungskapsel zu erreichen und etwas Abstand zur Halo zu gewinnen, bevor es knallt. Kommt leider nicht in Frage. Mist. Lächerlich, die künstliche Intelligenz eines Kriegsschiffs mit so viel Wissen auszustatten. Haben Sie denn keine Angst, dass man sie anzapft oder zerstört? Er ist in meinen Daten. Lokaler Zugriff. Können Sie sich vorstellen, wie aufregend das ist? Die ganze verlorene Zeit in menschlicher Geschichte. Ah, ich werde jeden Moment der Kategorisierung auskosten. Der Gedanke, Sie könnten die Einrichtung und diese Aufzeichnung vernichten, erschüttert. Er hat die Selbstzerstörung abgebrochen. Warum bekämpfen Sie uns, Reclaimer? Sie können gar nicht gewinnen. Geben Sie uns die künstliche Intelligenz und ich werde versuchen, Ihren Tod relativ schmerzlos zu gestalten. Wenigstens habe ich noch die Com-Channels. Wo ist er? Ich habe Zugriffe überall im Schiff. Wahrscheinlich Wächter. Der Illuminat ist im Maschinenraum. Er versucht sicher, den Kern abzuschalten. Selbst wenn ich den Countdown neu starten könnte, was soll ich tun? Wie viel Feuerkraft brauchen Sie, um einen dieser Schilde zu sprengen? Nicht viel. Eine gut platzierte Granate reicht. Gut, ich komme mit. Chief, Wächter! Ach, die Wächter können doch nix. Nix könnt ihr. Gar nix. Das Schiff wurde beim Absturz schwer beschädigt. Auf zur Kryokammer. Von dort aus müssten wir in den Maschinenraum kommen. Ach so. Ho, 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 ho.
Kontrollpunkt abspeichern. Spiel fortsetzen. Ah, ja, ja, ich erinnere mich, wo wir sind. Okay, hier müssen wir aber nicht hin. Hier waren wir auch mal. Aber jetzt ist die Tür zu. Kontrollpunkt, sehr gut. Oh Mann. Engineering? Armory. Ich brauche nämlich einen Raketenwerfer für die Kacke hier. Der Maschinenraum, wir sind da. Alarm! Der Illuminat hat alle Kommandoschnittstellen deaktiviert. Wir können den Countdown nicht wieder starten. Unsere einzige Chance ist die Sprengung der Fusionsreaktoren. Das sollte reichen, um Halo zu zerstören. Keine Sorge, ich habe Zugriff auf sämtliche Reaktorpläne und Abläufe. Vertrauen Sie mir. Zuerst müssen wir die Entladekupplung zurückziehen. Dadurch wird ein Schacht geöffnet, der zum primären Fusionsantriebskern führt. Fühlen Sie sich nicht gut? Oh Mann. Oh Leute. Jetzt kommen diese Wichser eigentlich. Oh Mann. Reclaimer, wir müssen weiter. Reclaimer? Halt's Maul. Nicht akzeptabel, Reclaimer. Sie müssen das Konstrukt herausgeben. Halt die Fresse. Schritt 1 erledigt. Jetzt müssten wir Zugang zu einem der 4 Fusionsreaktoren haben. Wir brauchen eine katalytische Explosion, um das magnetische Eindämmungsfeld um die Fusionszellen zu destabilisieren. Ich schlage eine Granate oder Rakete vor. Wenn Ihnen die Munition ausgeht, gibt es in der Nähe des Eingangs zum Maschinenraum eine Waffenstation. Analyse. Fusionsreaktor Nummer 1 destabilisiert. Nur noch die anderen 3 Reaktoren. Das müsste reichen, um eine unkontrollierte Explosion auszulösen. Hatten Sie keine Sorge, dass es Schaden nehmen könnte? Kontrollpunkt sehr gut. Piss dich! Hat das gereicht? Scheint so. So.
Was denn jetzt? Wie bedauerlich. Bin ich jetzt? Nee. Ich bin ein Genie. Bitte geben Sie das Konstrukt heraus, indem ich mir Mühe, die erforderliche Reparatur so schnell wie möglich durchzuführen. Weiter so. Nur noch ein Reaktor. Oh Gott. Scheiße. Reclaimer? Schade. Ausbreitung der Flotte an Reclaimer. Small. Sie müssen das Konstrukt herausgeben, damit wir mit unserer eigentlichen... Der Antriebszustand ist kritisch. Bei der momentanen Zerfallsrate haben wir 15 Minuten Zeit, um das Schiff zu verlassen. Wir müssen nach draußen und EWAC anfordern. Zugriff auf Plan. Über dem Maschinenraum ist ein Versorgungslift. Er führt zu einem Versorgungsgang der Klasse 7 der... Ja, sammel nicht so viel und sag, wo der ist. Schnell! Ja, lustig. Verarbeitungsmatrix wird neu ausgerichtet. Achso, bevor ich jetzt noch einen Bluescreen bekomme, erstmal speichern. Fortsetzen. Ui. Ui. Systemsperren werden in 16 Zyklen aufgehoben. Ihr Verhalten entspricht nicht den gültigen Protokollen. Mann. Gültigen Protokoll, ich hau dir gleich einen in die Fresse, Alter. Mann, gehst du mir auf den Sack. Achso, gibt hier auch noch. Achso, ich dachte, ich muss. Egal. Sie würden diese Anlage zerstören. Ja, und dich gleich mit. Ja, Kopf. Oh, wie bedauerlich. Cortana an Echo 419. Echo 419 kommen. Roger, Cortana. Was gibt es? Die Antriebe der Autumn werden in Kürze detonieren. Brauchen sofort EWAC. Begeben Sie sich zur Absturzstelle und sammeln Sie uns an Zugangsknoten 4C auf, sobald Sie mein Signal haben. Verstanden. Echo 419 geht auf Station. Echo 419 an Cortana. Da unten wird's langsam unschön. Alles okay? Negativ, negativ. Wir haben eine unkontrollierte Destabilisierung des Kerns. Der Antrieb ist offenbar schwerer beschädigt, als wir dachten. Analyse. Noch 6 Minuten bis zur Detonation. Wir müssen sofort evakuieren. Aktiviere Countdown-Timer. Explosion bei Null.
Die Detonation erzeugt Temperaturen ja. von beinahe 100 Millionen Grad. Es geht nicht zu Fuß, wir brauchen ein Fahrzeug. Wir sollten weit weg sein, wenn es soweit ist. Autsch. Autsch.